Menschen an diesen Tapferen ein Wunder zu verhindern. You have been assigned to a mission few would qualify for. A mission few would survive. You are about to embark upon a great crusade. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. The turning point of World War II. Across a 50-mile stretch of France's Normandy coast, the Allies staged a massive assault against Hitler's vaunted Atlantic Wall. Valor. Duty. Leadership. Sacrifice. Can one man truly make a difference? Ja, und mit dem coolen Intro steigen wir hier ein ins Let's Play von Call of Duty. Nämlich nicht. Und zwar Medal of Honor. Elite is sold auf den PC. Ich habe mir die War Chest Edition, wie auch immer, geholt. Okay, die Maus ist hier auf jeden Fall sehr, sehr gut unterwegs. Die War Chest Edition, wie auch immer, geholt. Da ist Elite Assault drin und die beiden Add-ons dazu. Spearhead und Breakthrough, glaube ich, heißt es. Und die werden natürlich alle kommen. Die Frage ist halt, wie schnell ich die hintereinander dann hochlade. Ich versuche so schnell wie möglich hintereinander aufzunehmen. Warum, weshalb? Den wir gleich, erzähle ich euch gleich, wenn wir in-game sind. Wir starten neues Spiel. Müssen scheinbar mit dem Übungsplatz beginnen. Und ja gut, dann beginnen wir halt mit dem Übungsplatz. Warum nicht? Lieutenant Paul, es wird Zeit für das Feldtraining. Passen Sie gut auf, dann haben Sie im Ernstfall eine Chance. Okay. So, Maus ist auf jeden Fall auch funktionstüchtig. Okay. Da noch. Gut. Drücken Sie jetzt die Vorwärtstaste und gehen Sie einige Schritte. Gehen Sie jetzt mit der Rückwärtstaste rückwärts. Okay, machen wir. Mit Seitschritt links gehen Sie nach links, mit Seitschritt rechts nach rechts. Ja, mache ich doch schon. Nur wenn Sie diese vier Tasten und die Maus optimal einsetzen, werden Sie überleben. Okay, habe ich. Drücken Sie die Zielentaste, um Ihre aktuellen Einsatzziele zu finden. Hab. Wenn Sie ein Einsatzziel erreicht haben, wird es abgehakt. Ihr aktuelles Einsatzziel ist gelb markiert. Wie Sie sehen, zeigt die Kompassnadel auf einen der Türme. Der Pfeil zeigt auf Ihr aktuelles Einsatzziel. Wenn Sie sich dem Zielobjekt nähern, bewegen sich die beiden Kugeln am Kompassgehäuse aufeinander zu. Nähern Sie sich nun dem Turm. Gut, doch. Drücken Sie jetzt erneut die Zielentaste. Sie haben ein neues Einsatzziel. Befolgen Sie Ihre Befehle. Okay, man muss, man kann auf jeden Fall... Und die Vorwärtstaste, um auf diesen Kistenstapel ja. Also nur so ein kleiner Hinweis, weil er jetzt gerade nicht labert. Es gibt so einen kleinen Mausbug, man sieht, wenn ich zu langsam die Maus bewege,
dann funktioniert es nicht. Man muss ja halt schon relativ zügig. Es gibt zwar einen Fix dafür, den probiere ich jetzt nicht aus. Ich weiß nicht, ob ich die Konsole jetzt öffnen könnte oder nicht. Ja. Drücken Sie die Duckentaste und gehen Sie vorwärts. Jetzt kriechen Sie unter dem Stacheldraht durch. Ja, ist halt wie in Call of Duty praktisch. Sie erneut die Duckentaste, um wieder aufzustehen. Gut, sprinten kann ich einmal nicht. Sie mit der Vorwärtstaste die Leiter hinauf. Okay. Drücken Sie die Benutzen-Taste, um nach einer Leiter zu greifen. Oh, das sind die Benutzen. Ach, mit E, okay. Nein! Oh. Ich und Spiele, ne? Ich und Leiter. Oder Spiel, Leiter in den Spielen. So, da kriegen wir auch schon mal... Gehen Sie zum Sprengstoff und stecken Sie ihn mit der Benutzen-Taste ein. Haben wir. Der Sprengstoff wird nun in der rechten oberen Bildschirmecke angezeigt. Ja, tut's. Hier können Sie Ihre Inventargegenstände betrachten. Okay. Auf dem anderen Bild sehen Sie Ihr Funkgerät, über das Sie gerade mit mir sprechen. Ja. Da, ja. Drücken Sie in der Nähe des Bildes die Benutzen-Taste, haben wir. Um die Sprengladung am Panzer anzubringen. Objekte, die Sie benutzen oder zerstören müssen, um Ihre Mission zu beenden, blinken auch in roter Farbe. Ziehen Sie sich zurück, damit Sie nicht verwundet werden. Hab ich. Ich muss sagen, es macht schon wieder, weil er gerade wieder nicht labert, macht schon Laune, wieder ein altes Medal of Honor zu spielen. Und das muss man dazu sagen. Auch wenn es ein paar Schwierigkeiten gab, ich hoffe mal, ja gut, das ist das Tutorial, er wird mir auf jeden Fall noch ein bisschen dazu labern. Mit der Benutzen-Taste können Sie Türen öffnen. Einige Türen sind abgesperrt. Das erkennen Sie am Tonsignal. Achso, ja klar. Wenn Ihre Gesundheit unter 100% sinkt, sammeln Sie automatisch Verbandskästen ein. Das gleiche gilt für Munition und Waffen, aber denken Sie daran, dass Sie für jede Waffe nur begrenzt Munition mitnehmen dürfen. So weit entfernte Gegenstände lassen sich nicht automatisch einsammeln. Drücken Sie in diesem Fall die Benutzen-Taste. Hab ich doch gemacht. Drücken Sie die Pistole-Taste, um einen Colt 45 auszuwählen. Okay. Oh. Wenn Sie einen Feind unauffällig eliminieren möchten, drücken Sie die Sekundärangriff-Taste. Also rechtsklick. Drücken Sie die Primärangriff-Taste, um mit einer beliebigen Waffe zu feuern. Wenn Sie stehen bleiben und kurze Schusssalven abgeben, treffen Sie besser. Schießen Sie nun mit dem 45er auf dieses Ziel. Also so wirklich präzise ist es nicht. Warte mal, ich muss mal ganz kurz meine... Ich kann hier auch speichern. Wo sind die Optionen? Da sind die Optionen. Audio, fortgeschritten, Grafik. Da kommen wir gleich zur Steuerung. Endlichkeit. Geht's hier denn noch irgendwas anderes? Kann man hier noch Sekundärmodus? Zwei. Nachladen ist eher, das ist klar. Immer laufen, das passt schon. Dann brauchen wir halt nicht immer hin und her machen. Tab F9. Okay, da, F5, schnell speichern, das wollte ich auf jeden Fall wissen, und F9, Maus umkehren, also ich muss wahrscheinlich doch nochmal die Mausback ein bisschen beheben, Maus umkehren, nochmal anwenden, gucken, ob das schon reicht, ah ja, da ist ganz langsam funktioniert, zwar immer noch nicht, immer noch ein bisschen hakelig, aber gut. Was soll ich machen? Setzen Sie das Training fort. Ah, okay. Das heißt, ich pausiere mal ganz kurz. Ich probiere das mal mit dem Fix aus. Gleich wieder. So, Fix erfolgreich. Ich musste erstmal gucken, wo ich das einfügen muss. Das ist so ein kleiner Command. Über die Konsole funktioniert es nicht. Das heißt, ihr müsst da in eine Config-Datei ein bisschen reingehen. Was wir jetzt auf jeden Fall nochmal machen müssen. Ich hoffe mal, damit überschreibe ich damit das jetzt nicht. Einmal die Maus ein bisschen weiter runter. So. Wählen Sie jetzt mit der MP-Taste Ihre Thompson-MP aus. Mit der Nachladentaste können Sie Ihre Waffen jederzeit nachladen. Laden Sie Ihre Waffen vor einem Gefecht grundsätzlich nach. Schießen Sie jetzt mit der Thompson 20 Mal auf das Ziel. Okay. Ein Schuss würde es rein theoretisch noch fehlen. Okay. Okay. Ja, gut, Streukreis und sowas wahrscheinlich. So, das passt jetzt aber. Ja. Das andere ist halt die Acceleration, die halt da nicht mit drin ist. Wählen Sie jetzt Ihr Springfield-Präzisionsgewehr aus. Mit der Sekundärwaffe-Taste können Sie das Zielfernrohr ein- und ausschalten. Zielen okay. Sie mit dem Zielfernrohr auf das am weitesten entfernte Ziel und treffen Sie den roten Punkt dreimal. Okay. Eins. Zwei und drei.
Genau, man kann auch mit Mouse hat. Alter, also die Mouse Acceleration ist halt schon extrem. Wählen Sie nun mit der Granatentaste Ihre Splitterhandgranaten aus. Mit der Primärangrifftaste können Sie die Granate weit werfen. Ah, okay. Mit der Sekundärwaffentaste werfen Sie auf Nahziele. Je länger Sie die Sekundärwaffentaste gedrückt halten, desto weiter werfen Sie. Werfen Sie Granaten in Räume, in denen Sie Feinde vermuten. Werfen Sie Granaten in jeden Betonbunker. Okay. Okay. War das jetzt zu kurz oder war das einfach nur kack gezielt? Okay. So, halten wir mal ein bisschen länger fest. Oh. Ich habe keine Granaten mehr. Ach so. Huh. Wie wär's, wenn wir die hier nochmal mit aufnehmen? Ja. Sehr interessant. In der Zeit, wo ich hier halt ein bisschen... Nein. Auch nicht. So ein bisschen umher spielen mit den Granaten. Ja, es hat mir, wie gesagt, die War Chest, bla bla, habe ich ja schon gesagt. Nein. Nein. Ah, doch. Und ja, es gab halt ein paar Problemchen zum Anfang. Was natürlich schwierig in dem ersten Moment, dachte er, zu lösen ist. Ja. Es wollte erst nicht installieren. Man hatte halt immer ein Problem gehabt, ist natürlich gebraucht, gekauft geworden und dann habe ich gelesen, ja gut, dieser Fehler tritt häufig auf, weil die CD halt problematischer ein Problem haben kann und im Endeffekt, ja, war es denn so, dass die zweite CD, also Melafonia hat zwei CDs, CD1, CD2 und bei CD2 wollte er beim Installationsprozess nicht über 61% hinüber. Nähern Sie sich dem MG42-Nest und drücken Sie die Benutzentaste, um die Waffe zu übernehmen. Zerstören Sie das Nest in diesem MG. Hoppala! Ja, zweite CD sauber gemacht und auf einmal funktioniert's. Das Problem ist, okay, bisschen Zerstörung. Das Problem ist halt, dass ich dann mehr da vorne nicht starten konnte, weil, ja, es hat halt nicht gestartet. Kennt man natürlich. Drücken Sie dann die Benutzentaste über der roten Tür am Ende des Schießstandes, um das Training zu beenden. Kennt man natürlich so von alten Spielen, aufgrund des, ja, Kopierschutzes, muss man dazu sagen, hat man halt oftmals so das Problem, dass man da, ja, das Spiel halt nicht starten kann, weil Windows 10 hat da irgendwie so einen Kram da irgendwann eingebaut bekommen, dass man alte Schutzsachen halt nicht mehr machen kann, oder dass das halt nicht mehr ausliest. Ja gut, auch da eine Hilfe. Im Ernstfall könnte Ihnen mein Trainingsprogramm das Leben retten. Abtreten, Lieutenant Paul. Viel Glück. Okay. Hab's dann doch noch lösen können und ja, jetzt seht ihr es. Ist Full HD, da müsst ihr auch in der Config einmal drei Sachen einfügen und badam, es funktioniert. Okay, das war der Übungsplatz. Ach, da unten. War das vorher auch schon anwählbar? Ich glaube nicht, ne? Egal, haben wir Übungsplatz durch, gehört damit dazu. Operation Torch, Mission 1. Auf Mittelfang waren.